Ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit nicht, ja, wenn man direkt da im Schloss unsere Produkte den Konsumenten anbieten können und ein bisschen verkosten können. Ja. Und wenn sie dann noch kaufen, auch noch, das wäre natürlich ganz toll. Wir haben sehr gute Produkte, auf die wir zugreifen können. Es passt hervorragend, das Wasser, das Getreide, die Lagerung passt sehr gut ins Waldviertel. Wir haben auch hier eine Kooperation, die über die Betriebsgrenzen hinausgegangen ist und machen da gemeinsam das schmeckbare, spürbare Waldviertel. Und das präsentieren wir gemeinsam in einem kleinen Busterstückl-Shop. Dahinter sieht man ihn zwar noch hinter Gittern, aber er wird bald beseelt werden mit fleißigen Leuten, die hier gemeinsam für Werte und Schätze zusammengefunden haben.